geht's. Heute Nacht habe ich noch mal eine Stunde vorgeplant. Ja, es war doch ein bisschen zu knapp alles. Und, also jetzt um 8.29 Uhr. Das ist ja auch noch nicht zu früh, oder? Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ob es klappt. Das Wirkliche ist ja eigentlich interessant, ne? Dass irgendwie so hinhaut, wie man es sich gedacht hat. Ja, noch zu früh, ey. Wie konnte das sein? Meine Uhr daheim ging falsch. Ah ja. So, ja, sagen wir mal so, alles in einem habe ich halt nicht, ne? Sondern das Gegenteil habe ich gemacht. Da vorne sind meine Wäsche und Dokumente. Das ist das direkt verwendbare Essen und was halt so gebraucht wird. Und dann habe ich meine Wechseljacke, Überziehjacke, Windjacke. Und das ist Nacht und Bad. So habe ich mir das gedacht, jetzt erstmal, ob ich das jetzt noch weiß. Das Wichtige ist ja, dass man weiß, wo was drin ist. Und dann habe ich noch ein paar Schuhe drin, ein paar leichte. So, und da vorne, da ist praktisch Wegführung und Dokumentation. Und was zu trinken. So habe ich mir das jetzt gedacht. Und wo ist dein Werkzeug? Gute Frage. Ich habe auch Werkzeug dabei. Ach, das ist da unten drin. Da ist Werkzeug drin. Ja, Werkzeug, halt ein paar Sachen da zum Schrauben und so. Und einen Schlauch. So, und dann habe ich das jetzt geändert hier. Heute Nacht bin ich aufgewacht, habe es geändert. Die 9.29 Uhr auf den 8.29 Uhr. Und irgendwie habe ich die falsche Uhrzeit daheim gehabt. Komisch, nachts für 8 Uhr. Und bin losgedüst. Ja, es war vielleicht etwas überstürzt. Aber so viele Züge am Tag, ne, von 5 Uhr geht's los bis 8 Uhr. Oder es geht noch weiter. Die fahren all dahin. Ne. Also man denkt, das ist am Arsch der Welt. Ne. Lahnquelle. Ich war da noch nie. Das ist interessant. Also das finde ich jetzt interessant. So, 8.29 Uhr und dann geht es über all diese Käfer da und das habe ich mir jetzt alles da, das ist schön im Internet, dass man das so schön ausgedruckt kriegt. Ne? So, ja, anderen Müsse auf dem Mount Everest. Ich bin schon aus dem Häuschen, wenn ich zur Lahnquelle fahre. Das gefällt mir eigentlich. Das ist irgendwie praktisch, ne? Das ist von der Haustür. Und wenn es nicht klappt irgendwie, setzt man sich in den Zug und fährt wieder heim. Das ist eigentlich schon da. So. Ja, jetzt habe ich sogar noch Zeit. Das ist selten der Fall. Das muss ich mal gucken. Ich habe nämlich auch einen Lesestoff dabei. Wo ist denn der? Ja, in meiner Dokumententasche. Ich wollte natürlich auch mal abfilmen. Es ist alles perfekt. 3 Züge, perfekt. Im Internet steht da ein Punkt und es steht pünktlich. Kaum zu glauben. Also ich bin begeistert. Wie kommt das jetzt auf einmal? Das weiß ich auch nicht. So, ist das nicht irre? Wenn das klappen sollte, bin ich um 1 Uhr in Siegen. Da bin ich nur vorbeigefahren bisher. So, ja, da kann man sich den mal den Reiseführer angucken. Das ist interessant, was da alles drinsteht. Das hätte man vorher machen sollen. Tja, sehr schön, sehr schön. Alles, was man sich überlegt hat, steht da drin. Schön. Ah ja, gut. Ne. Zu spät. Aber man kann ja jetzt auch noch gebrauchen, denke ich. So.
Zimmer in Gießen. Hier. Und jetzt fährt der Vorderzug. Der fährt hier hoch nach Marburg. Deswegen gab es die Verwirrung. Und der andere Teil, in dem ich sitze, der fährt hier nach Siegen. So ist das. Jetzt kapieren wir das langsam. Ja. Und wie genau genommen, ich habe nämlich einen getroffen in Frankfurt, der will auch heute von Marburg mit dem Rad nach Bad Lasp. Und ich will letztendlich von Siegen hier hoch, dahin. Wie fährt denn da der Zug dahin? Achso, okay. Tja, das ist interessant. Ne? Und dann hat das den Vorteil, von da oben fährt man dann da runter zu noch ein paar Glas, den Berg runter. Am Anfang ein bisschen hoch und dann runter. So ist das alles. Interessant, ne? Schöne Karte ist das. Kann man alles sehen. Das ist schon mal die erste Ausfall. Und wenn hier was ausfällt und man kennt sich überhaupt nicht aus, Katastrophe. Katastrophe. Also was die mir jetzt alles erzählt haben, das geht gar nicht. Ja gut, jetzt habe ich zufälligerweise den Zug entdeckt, der geht nach Hilschenbach und fährt eben nicht mehr weiter. Und das ist eigentlich regulär, wenn man es genau nimmt. Wenn er weiterfahren wird, wäre alles gut. Jetzt hat sich das geklärt. Ich habe nämlich die Auskunft gefragt, wie es weitergeht, weil oben hieß es, Zug fällt aus. Da sagte die Auskunft, ja, dahin fährt keiner mehr. Die hätte alle Ersatzverkehr, Busse. Und dann hat sie mir den Bus nach Bad Berleburg ausgegeben. Den gibt es gar nicht. Und da war es wieder der Zug. Und der hält halt jetzt hier. Tja, die zwei fehlen dann. Ne? Das weiß ich, wenn man sieht, wie hoch das ist. Aber um eine Haar hätte ich überhaupt nichts gedrückt. Da wäre der Zug auch abgewiesen. Nee, ich, und an der Auskunft war eine Schlange, die war so lang, da hätte ich überhaupt keinen Zug mehr gedrückt. Man will es eigentlich nicht glauben. Aber es läuft so. Naja, der Start war gut. Wir sehen, wie es weitergeht. Gen Geisweid. Na gut, dann geht es weiter in der Luft. Da ist die Bahn hier eingezeichnet. Da geht es darüber. So, okay. Vorhin in dem Zug, da gab es anscheinend nur zwei Toiletten in dem Abteil, wo wir waren. Und die waren beide defekt. Die Frau hat dann zu ihrem Kind gesagt, du musst halt in die Windel machen. Da habe ich gedacht, naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Aber jetzt stand ich am Bahnsteig da oben und da war auch nichts. Und da musste ich aber langsam an das Kind denken. Naja, weil wir dann nur eine Toilette gehabt, die zufälligerweise offen war. Nee, das ist ja Abenteuer pur, da muss man nirgends hinfahren. Das ist mittlerweile alles hier vor Ort. Vor Ort. Kaum zu glauben. Ja, da gibt es so Hilfstrupps, wenn die dann kommen, dann hat man Glück gehabt. Muss man ja sagen, die gibt es auch. Dann an der Stelle, wo ich gewartet habe auf den Bus, kam ein Mann, ein älterer Herr mit der Einkaufstasche. Ich habe es nicht mitgekriegt, jedenfalls hat es einen Schlag gedauert und er ist am Bordstein hängen geblieben und gefallen. Platzwunde am Kopf, da gelegen. Aber da waren rutzfutz, naja gut, die Leute, die halt rumstanden, die Hälfte von Alkoholiker, die haben dem dann geholfen. Nee, da kam dann Rettungswagen und hat ihn abgeholt. Aber es geht ihm gut, glaube ich. So, den Umständen entsprechend gut. Also fahren wir mal in das Tal hier rein. Ich bin jetzt mal gespannt,
Da war noch eine Fahrradfahrerin am Zug gestanden. Und da habe ich gesagt, ja, wo wollen Sie hin? Ja, nach Bad Lasten. Ja, und? Ja, da warten Sie lieber auf den Zug, der da rüberfährt, über den Rothaar kam. Da habe ich gedacht, ja, die ist optimistisch. Jetzt bin ich schon mal gespannt, ob ich das steile Stück jetzt vor mir habe. Aber ist egal, ich habe es rausgeschmissen. Das sind ungefähr 4 Kilometer, die muss ich halt schieben. Wenn sie so steil sind, wie sie sagt. Ja, die Mountainbiker meinten, das wäre nicht so schlimm. Ja, dann konnte es ja gar nicht so schlimm sein. Oder? Da oben ist die Breitenbach-Talsperre. Da fiel mir doch mal ein, dass wir da in der Gegend drin gerannt sind, Kreuztal. Da haben wir unsere Windkraftanlagen in den Plan gemalt. Das heißt wir, ich? Nee, wir. Wenden, Reichshof, da waren wir zugange hier, weiß ich noch genau. Da haben wir unsere Windkraftanlagen gebaut, 4 Stück. Und da drüben war ich. Ja, das ist nach wie vor irgendwo, hätte man sagen können, ja, warum da und nicht dort, ich weiß es auch nicht mehr. So wird es immer passieren. Jetzt werden die sich rächen an mir, ne? Kreuztal. In Kürze erreichen wir Stift Kettenalmbach. Nein. Dies ist ein Bedarfshalt. Jetzt hat er es gesagt, warum das nicht weitergeht. Die haben keine Leute, hat er gesagt. Das ist ja kaum zu glauben. Da muss der Spruch von früher her an der Vorwärtsschifter. Häuptling sind wir genug, Indianer. Indianer brauchen wir. Die haben keine Fahrdienstleiter mehr. Also mit der Bahn keine Leute mehr. Muss halt aufhören. Müssen wir alle laufen. Oh, man hätte besser Bahn studiert als mit. Oberdorf, Lützel. Das ist doch nicht Lützel. Na gut, da muss ich jetzt mal gucken, wo ich bin. Und dann. Also, das wäre ein ganz schönes Stück gewesen, wenn ich das hätte schieben müssen. Ach du lieber Gott. Ich bin ja froh, dass der mich mitgenommen hat, dieser Busfahrer. Von wegen, das ist hier oben bin ich. Naja, keine Ahnung, wie ich da jetzt fahren muss. Und ich werde da irgendwie weiterkommen. Das ist alles so Dinge. Ich bin nicht besser jetzt dran, oder? Keine Ahnung, vielleicht hat er mich auf die Höhe gefahren. Ich muss jetzt auf der Höhe entlang. Keine Ahnung. Also. Es stimmt schon, das war die Strecke, Oberdorf. Ich bin hier in Lützen gelandet. Na jetzt, Eisenstraße heißt das. Und da geht's zur Lahn. Siedlung Lützel, das ist doch schon mal gut. Hilschenbach Lützel. Ederquelle, gibt's auch noch Eder. Das andere da ist die 42 auf Holder. Das gibt es bei uns auch, aber anders geschrieben. Bad Laspe, wie viele Kilometer? 27, ne? Also mache ich doch mit links. Das soll einfach hoch und runter gehen. Naja, wir werden sehen. Also hier startet jetzt meine Tour. So war es eingezeichnet in meinem Plan. So, und wenn es jetzt ein bisschen hoch und runter geht, habe ich auch gewusst, hat auch einer gesagt, aber es wird nicht so schlimm sein. Aber der Berg, den der Busfahrer mich mitgenommen hat, boah, das hätte ich ganz schön geschoben, mein lieber Freund. Bin schon mal froh. Ah, jetzt ist das Wetter eingedießt, schade, schade. Was sehen wir da unten?
geht es jetzt gut. Egal. Also ich denke, irgendwie werde ich das packen und dann habe ich ein Hotel. Ich muss nur das Fahrrad halten. Ich bin oben. Das war die Aussage von dem Internetmenschen, den ich da gelesen habe. Man soll sich hier an dem Bahnhof herbegeben. Und dann könnte man leichter Anstieg noch bis hoch und dann geht es drunter bis Bad Laspe. Aber die Frau im Bus, die hat gejammert. Oh ja, was heißt gejammert? Ja, ja, ich weiß halt nicht mehr, die Bahnkarte hat sie zurückgegeben. Aber ich fand das nett. Es gibt einfach auch nettes Personal, wenn die einem dann helfen. Dienst der Vorschrift, stehen keine Fahrräder dran, sie bleibt da. Was ist denn dort gemacht? Tja, keine Ahnung. Gesprengt. Die mit Berg und Tal, es ist halt so. Das ist in Brandenburg auch nicht anders. Wuff. Ah ja. Das hat mir auch noch einmal erzählt, wie ich gesagt habe, nur Brandenburg ist kein Problem. MacPom. Hat gesagt, viele kleine Hügel geben auch einen Berg. Habe ich nicht kapiert. Aber dann schon. Hier stehen Windräder, guckt da mal. Tja. Kann ich daheim melden, Windräder. So ist das hier. Ach, ist das schön. Das war eigentlich nur eine unangenehme Begegnung. Das war einer der Busfahrer in Siegen, der mich bewusst auf ein falsches Gleis geschickt hat. Das fragt man sich, was da dahinter steckt, oder? Das frage ich mich dann alles. Das war eindeutig eine Spezie von der sonderbaren Art. Gibt es hier massenhaft. Quelle hier. Aber meine ist nicht dabei. Wird noch kommen, oder? Ich denke schon. 5 Kilometer. Es waren aber 8, wo man bis hinfahren muss. Es dauert noch ein bisschen. Ida-Quelle. Willst du da noch hin? Nee. Es langt mir ein. Abi. Aber da drüber geht es wieder hoch, oder? Wie sind das? Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Wasserschutzgebiet. Da überstehen ja auch Windräder, das ist ja irre. Die Tour war überfällig. Muss ich jetzt mal sagen. Und nicht wenige, mein lieber Freund. Nicht schlecht. Das esse ich meine letzten Mitbringsel. Und dann gibt's nichts mehr. 3 Pfirsich. Das ist der letzte. Und 5 Eier. Das ist das erste von den 5. Und dann ist Schluss, habe ich mir gesagt. Nur noch trinken. Alles trinken. Mal sehen, ob es klappt. Die Quelle. Irgendwie der Lahnhof kommt anscheinend noch, oder war der jetzt auch? Jedenfalls hier geht's 3 Kilometer. Dann bin ich an der Quelle. An der Lahnquelle. Na ja, gut. Auf. Ist alles kahl. Das kam angeblich von dem Sturm Kyrill. Kyrillflächen heißen die. Aber wenn man diesen Wald hier anguckt, ne? Diese Monokultur, da wundert man sich auch nicht, dass der Wind dann so viel, der Sturm so viel platt gemacht hat. Ne? Oder? Naja. Ich weiß noch, wie wir damals hier rumgerannt sind. Und so gab es Buchen irgendwo. Da steht ja eine vor mir. Und dann noch eine. Ja, genau. Das waren fast Heiligtümer. Sagt natürlich ein Odenwälder, was habt ihr denn überhaupt? Hier riecht es wie auf der Alm. Ist auch so ähnlich. Da hinten ist diese Kyrillfläche. Eine. Da oben sieht man auch alles weg.
Da muss es schon ganz schön gefetzt haben damals. Oder da drüber zum Beispiel. So, und da ist dieser Lahnquellhof oder wie der das heißt. Und dann geht's zur Lahnquelle. Gleich. So, was ist der dänische Kaffee? Aber jetzt gehen wir zur Lahnquelle. So, das ist er. Man glaubt es nicht. Das ist er. Das ist ein Teich. Der müsste auch dann irgendwo überlaufen. Ach, da drüben. Da kann man rübergehen, gehe ich mal rüber. Aha. So ist das also. Da kommt es hier aus dem Boden und definiert sich hier. Das ist sozusagen der Kontrollquerschnitt. Muss man eben alles genau. So, und wahrscheinlich läuft unterirdisch auch noch was. Sicher, sicher. Das ist er. Ja, so, aller Anfang ist klein und schwer. Ja. Ach, da hinten kommt schon was rein. Na ja, gut, aber nicht so viel. So Straße wahrscheinlich. Das war's. Aber es ging ja ums Prinzip, dass man hier jetzt startet und dann bis Marburg fährt oder Gießen. Oder von mir aus auch bis Lahnstein, wenn man will. Die Lahnquelle, da fängt dann die Lahn an und das ist jetzt die Straße da. Und dort fängt diese Karte erst an, dieser Reiseführer fängt hier erst an zu zählen. Ich bin hier dann schon 30 Kilometer gefahren. Immerhin. In einer anderen Form. Fahr nur, dann geht's bergab. Hoffe ich jetzt. Sicher kommen da immer wieder mal kleine Hügel, aber naja. So. Und? 16 Kilometer sind es noch bis Bad Laspe. Das schaffe ich ja locker. Bergab meine ich. Wenn es den bergab ging. So, jetzt ist es mal ein bisschen ruhig. Aber es ist schon befahren hier noch. Schon befahren. Nicht ganz. Weg vom Schuss. Aber jetzt hoffentlich doch. Irgendwann muss es doch jetzt so weit sein. Der Weiner ist auch gegangen. Ich habe den Abzweig verpasst hier. Ja, man muss ein bisschen achtbar sein, Mann. Jetzt bin ich hier schon. Da vorne war ich. Oh, Jesus, nee. Ganz woanders hat er gemeint, wie ich rauskomme. Das kann schon sein. Hier, das ist er. Geht's runter nach Feudingen. Das hätte ich, habe ich übersehen. Ich habe nur noch Bad Lars gesehen. Aha. Das haben wir alles wissen. Guck mal da, wie viele Fahrradwege da sind. Da weiß man zum Schluss überhaupt nichts mehr. Da hat ja jeder sein Zeichen, der was braucht. Das ist, glaube ich, das Offizielle, das ich brauche. Lahnradweg. So, also jetzt aber. Ich habe das gar nicht gemerkt. Den möchte ich jetzt nicht nochmal wieder hoch. Also das muss jetzt nicht mehr sein. Ich hoffe, dass wir richtig sind. Das ist die Lahn da unten. Aha. Na gut, dann war es das erstmal. Das war ja. Ich habe den Asphalt erreicht. Ich habe jetzt schon arge Bedenken gehabt. Wunderbar. Jetzt hoffe ich, dass es gemach weitergeht. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist ein Mäusebussard, oder? Da oben. Da hat er jetzt recht gehabt. Da ist so gut wie gar kein Verkehr.
bin richtig. Also ich weiß es. Auf meiner Karte sagt mir das auch so. Sehr schön. Parken verboten. Gibt's Regen? Ich habe heute Morgen noch ein Regencape gefunden. Ein Glück, dass ich es noch eingepackt habe. Ah ja, ich meine nur für die Nerven beruhigt. Jetzt geht's weiter ab. Boah, das muss dieser Bus vorhin, der hat das gepackt. Oh, wie viel Sprit gehabt hat. Und jetzt geht's alles nur noch rüber. Ey, was ist denn das hier? Ist ja irre, oder? Jagdhof Stuben. Sieht doch irre aus. Ich sag ja, man muss einfach nur fortfahren. Da muss man doch nicht nach Afghanistan. Also hier da runterfahren, da war überhaupt keiner. Wahnsinn. Also, wir kommen jetzt gerade von Klaas Hütte, Volkholz. So, und eigentlich müsste die Sache doch so sein, die Lahn muss ich entlang, und zwar immer bergab. Da hinten stehen schon wieder Windräder, ist doch Wahnsinn. Was für alles gibt es. Also geht es hier weiter, ne? Logisch. Wie denn das? Was ist denn das? Falsche Richtung, das ist es. Oh, jetzt nicht. Jetzt bin ich geschafft. Ist ja nicht mehr weit. Jetzt habe ich erstmal getankt. Zwei Dinge. Milch, Buttermilch. Jetzt geht's weiter. Die Dingen liegt jetzt hinter mir. Das ist wohl die Lahn, vermute ich mal. Gell? So, überall die Kahlflächen, schon irre, ne? Der Wald ist aber auch komisch, oder? Der war vorher ohne Sturm war der auch schon komisch. Und hier fließt sie weiter. Dieser Berg von vorne. Ich finde das irre, dass da oben gerade so eine Reihe Bäume stehen geblieben ist, oder? Ist das nicht komisch? Witzig. Nee, ist auch nicht witzig. Ich weiß nicht, wo es ist. Lahn. Die Lahn. So, da bin ich. So kleine Kirche, ne? Gottesfürchtige Menschen hier. Arbeitsam und gottesfürchtig. So muss sein. Wenn du der Stimme des Herrn gehorchst, so wirst du gesegnet sein. Auf deinem Acker gesegnet wird sein die Frucht. Da geht irgendwas weiter. Ja. Sieht schon, das sind Schindel, ne? Oder? Ja klar. Ich war ja mit meinem guten Freund Rolf in der Oberlausitz und da haben wir diese Umgebindehäuser beobachtet. Und da wird irgendwie so Parallele gemacht, also zwischen dem Umgebindehaus und dem fränkischen Fachwerk oben drüber. Ja. Interessant, ne? Und ihr Zwergziege, oder was das sind? Thank you.
Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. So war das mit dem Bergabfahren aber nicht gedacht, oder? Nee. Ich weiß auch nicht. Das hängt damit zusammen, dass es verschiedene Menschen gibt, die aber auch andere Ideen haben, wenn sowas. An Fahrradtour denken, dann denken die an bergauf, bergab. Und ich denke nur an seicht dem Gewässer entlang. Naja, gut, jetzt haben wir es gleich geschafft. Oh, guck mal da oben. In Milan. Gabelweihe. Ah ja, auf. Es wird werden. Hurra, hurra. Der Asphalt ist erreicht. Da ist dieses, da sieht man diesen, ja, es ist ja alles eingefallen, der ganze Wald. Wahnsinn, oder? Du auch. Und da drüber ist, ja. Mann, oh Mann. Ja gut, man weiß nicht, wie es vorher ausgesehen hat. Ne? Das ist ja keine Ahnung. Aber da oben scheint so, dass der ganze Wald, die ganze Waldkuppe war, also das ganze Kuppe war mal Wald, denke ich. Sieht so aus, jedenfalls. Oh, 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 oh. Das war jetzt bergauf, bergab. Und da vorne gibt es Asphalt, glaube ich. Wenn das so ist, dann ist alles gut. Gell, was ist das? Ein Pferd. Ach guck mal, das sind ja Buchen. Sehe ich das recht? Ja, das ist was ganz Besonderes hier. Ah, ich guck da. Marburg 43. Stadtmitte. Lahn. Ich bin also jetzt angekommen. Bad Lappenstedt. Jetzt gucke ich mal mit die Lahn an. So, das ist schon was, was man ein Flüsschen nennen kann. Die Lahn. Oh, die Drohne ist aber schon ganz schön da oben, oder? Allerdings. Das haben wir demnächst vor unserer Burg. Neben unserer Burg. Das ist noch nicht so weit. Warte mal ab. Jetzt gibt es erstmal ein Bad, oder? Ja. Und dann ein Radler für den Radler. Sehr schön. Und dann fahre ich vielleicht noch mal mit dem Fahrrad in Bad Laspe herum. Aber eigentlich habe ich genug. Ne? Eigentlich habe ich schon genug. Also, so ist das jetzt. Jetzt kriege ich erstmal was zu trinken und dann schauen wir uns das alles nochmal an in Ruhe. Da runter. Da rüber und daher. Sieht also so einfach aus. Ne? Aber gut. Die Namen kenne ich alle, so kommen sie glauben. Und da unten habe ich gemerkt, auf der Seite, da war unser Windgebiet. Gutzbach, Münzeberg, Rockenberg, so kommen sie kommen. Da holt einem doch das Leben ein. Ja, auf jeden Fall jetzt. Biedenkopf, Marburg, Stauffenberg. Ich glaube, Stauffenberg muss man auch machen. Das hat schon so eine Norm, wo man hinfahren muss. Und dann sehen wir weiter. Und da gibt es auch noch ein Weimar. Aha. Bier, nie gehört. 1705. Also, so ein Meer.
60 steht da. Und da steht 10. Naja, 50 Kilometer. Also sagen wir mal, wenn das nicht laufend bergauf, bergab geht, das hat er in dem Nebensatz hier mal in dem Buch geschrieben. Das ist nämlich der Hammer, das ging ganz schön bergauf, bergab. Oh no, da hat nur geschrieben, das geht steil bergab, das stimmt auch. Aber dann geht es wieder auf. Ah ja, schon nicht schlecht hier, zumindest würde ich mal sagen. Ich bin hier nochmal davor losgefahren bis zur Lahnquelle. Okay, dann geht es doch ein bisschen wellig, das ist okay. Aber das ist auch ein ganz schöner Dingerisch da. Und das, da sind sie. Dieses Lahntal unten und man fährt oben rum. Und hier sind wir da bei 10 sind wir. Das geht neu weiter oder wie so? Da kommt nur ein Huppel und das sind die, also diese kleinen Huppel sind ja schon, sind halt Huppel, ne? Muss man nur wissen, ne? Fahre ich doch mal darüber, steht es mal im Reiseführer in die Altstadt. Mal sehen. 8 Uhr, Viertel vor 8. Ich will es jetzt nur mal sagen. Ich bin jetzt am Schlossberg und will hoch zum Wittgenstein. Aber ich habe halt 2 Bier getrunken, okay, und habe schon ein bisschen was. Aber den Weg hochfahren, das ist eigentlich klar. Man muss sich immer, wenn man solche Texte liest, klar werden, ob das Radprofis sind oder nicht oder sowas. Ne? Also mit der von der Windkraft verstehe ich ein bisschen was. Und die stehen halt jetzt im Wald. Ne? Und wenn ich es recht sehe, sind das noch die, die ich damals planen wollte. Also nicht hier, sondern generell der Typ. Und der ist 150 Meter hoch. 120, 150. Und die heutige sind 250 Meter hoch. 250. Kravenzmänner. Ja, man muss es überlegen. Ne? Also bis da hoch habe ich es mal geschafft. Wittgenstein. Ja, und jetzt will ich über eins Lahntal gucken. Die Frage ist nur, wo? Da oben, glaube ich, am Baum. Das war wohl ein Druckschluss. Oder? Abwarten. Tja, besser wird es nicht, mein Lieber. Schade, schade. Schade, schade. Na gut, was wollt's? Ist halt wie es ist. Schon zu spät. Na gut. Ich fahre runter. Das war alles. It's too late for everything. Jetzt so. Klappst das ein. Dann hältst das da. Und meinst du, das geht? Ja klar, geht es. So. Geht doch. Bestens. Jetzt musst du das nur schön vorne hin. So, wunderbar. Ja, also, ab geht's. Wittgenstein. Was sollte es? Das ist doch irgend so ein Rätselding. Ja.
Rätselding. Und dann gibt es einen, der hat sich da Verdienste erworben mit irgendwelchen Sprachüberlegungen. Jetzt war es das. Naja, gut. Wir wissen jetzt, wie es ist. Es ist beruhigend, gell? Ja. Okay, jetzt ausmachen. So, das war's. Rundfahrt. Suchen wir uns noch ein Lokal. Da bin ich. Na also, jetzt drin wir mal. Jetzt dem Ende entgegen, Batterie vorbei. Aber so eine Fahrt ist ganz interessant. Man macht sich dann dabei Gedanken über sein Leben. Ne? Ich denke mir immer, was überhaupt noch relevant ist. Ne? Und ich glaube, dass das, was für anderen relevant ist, für mich überhaupt nicht. Und umgekehrt. Und das ist das Komische. Was macht man da damit, mit dieser Erkenntnis? Also ich frage mich insbesondere, mit wem kann man sich überhaupt noch auseinandersetzen? Ne? Über was? Ist mir ein Rätsel. Mittlerweile ist mir es ein Rätsel. Ich muss mich tatsächlich so weit anstrengen, diese Art der Wichtigkeit zu kommen, die das Alltägliche betrifft. Da kommen wir wahrscheinlich. Ich möchte mal wissen, was die anderen anschwätzen sollen. Was redet die? Kannst du mir das mal sagen? Also ich meine, über was? Ob die Hose richtig passt? Das ist wichtig. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es aber nicht mehr. Insofern wäre es mal gut, dass man wegkommt. Und weiß es dann auch nicht mehr.